Morgen YouTube, wer hätte es gedacht, ich komme diese Woche doch nochmal zum Aufnehmen. Nice, das ist doch schön, wir haben heute Donnerstag, also habe ich halt nur noch diesen Tag und den Tag morgen. Das ist relativ gut für die Projekte, die nicht so viele Parts haben. Ich versuche mich ranzuhalten. Ihr seht, wir sind hier wieder zurück in der City. Das liegt daran, dass ich noch ein bisschen Karten spielen wollte. Das können wir nämlich jetzt schon hier in der Stadt machen. Und ich in meinem privaten Spielstand relativ viel mit den Karten rumgespielt habe schon. Das heißt, ich bin da wieder relativ gut drinne. Und wir müssen mal ein paar Leute anquatschen, denn wir brauchen ein paar bessere Karten. Es tut mir leid, aber ich kann zurzeit nicht spielen. Meine Frau erlaubt es mir nicht. Schade. Hättest du denn Lust? Ich werde demnächst diesen Fischer ziehen, okay? Ich krieg demnächst blaue Wachsmalkreide geschenkt. Alles klar. Vielleicht will hier drinnen jemand noch mit uns spielen. Hättest du denn Lust, mit mir Karten zu spielen? Ja, wir kommen im Bandernportell. Nein, möchte ich nicht. Dann gehen wir nochmal zurück zum Hafen. Vielleicht ist da noch irgendjemand. Wir müssen nämlich aufpassen. Wir haben nicht wirklich gute Karten. Wir haben eine GF-Karte, die ist so ein bisschen unser Backup. Also unser Sicherheitsriegel. Aber hier ist überhaupt niemand. Will ich denn dann jetzt das Risiko eingehen und da mit der guten Dame spielen? Das ist die Frage. Ich denke, das Erste, was wir machen werden, ist kurz speichern. Ich habe nämlich noch ein paar Änderungen vorgenommen, was das Koppel angeht und sowas. Ich habe ja Zauber gezogen. Ich level übrigens gerade mit den GFs die ganzen Fähigkeiten. Also quasi Kältewandler, Hitze. Boah, ich hätte fast meinen Offline-Spielstand überschrieben. Diese ganzen Wandler-Sachen, die Abilities, ihr habt ja gesehen, die sind ausgegraut hier. Unter GF, weil wir da noch nichts haben. Das level ich gerade, damit wir nicht später 10.000 Jahre Zauber ziehen müssen. Bist du ein Gartenschüler? Wie sieht's mit dem Schulfest? Wie sieht's aus mit dem Schulfest? Ich werde mit meiner Freundin beim Konzert mitmischen. Ich will mit dir Karten spielen. Hör auf mich voll zu quatschen mit irgendeinem anderen Zeug. Ja, lass uns eine Runde spielen. Jetzt seht ihr das Kartenspiel. Nice. So, Regel Open, Tauschregel One. Yep, spielen. So, jetzt wird's riskant. Ich brauche relativ solide Karten. Der Gaspar mit 5-4 gefällt mir. 4-4 ist auch okay. Der Beißkäfer mit 5-3 oder 5-3 hier. Warte, ich habe was für unten rechts. Ich habe was für unten links. Oben links. Ich bräuchte was für oben rechts. Irgendwas solides oben rechts. Habe ich nicht. Na gut, ein 3-5er. Let's go. Riskieren wir es. Und wir sehen schon, da sind wesentlich bessere Karten dabei. Ne, Dinolino. Okay, Dinolino. Der hat eine 7 links. Das Kartenspiel ist relativ leicht. Ihr habt 4 verschiedene Werte. Oben, unten, rechts und links. Und ihr müsst immer eine höhere Zahl haben. Das heißt, um den Dino jetzt zu bekommen, bräuchte ich entweder rechts eine 8 oder unten eine 5. So, ich habe nichts von den beiden, das heißt, ich krieg den Dino nicht. Jetzt gucke ich mir seine Karten an, das ist der Vorteil an dieser Regel. Und ich muss aufpassen, dass er jetzt nicht eine meiner Karten übernimmt, damit ich nicht hinten liege. So, das schaffe ich, indem ich eigentlich meine stärkste Karte hier hinsetze. Dann kann er die nicht attackieren. Ich überlege gerade aber. Er hat einen Vierer unten, einen Vierer unten. Ich habe einen Vierer oben, aber einen Zweier rechts. Okay, wir müssen es so angehen. Weil wenn ich verliere, verliere ich meine GF-Karte. Deswegen habe ich gespeichert, Leute. Deswegen habe ich gespeichert. Seid mir nicht böse. Wir müssen am Anfang leider etwas passiv spielen. So, die Raupe, die kann er sich nicht holen. Er spielt gut, er spielt gut. Ich glaube, jetzt hat er uns, oder? Wenn ich richtig sehe, hat er uns. Okay. Wenn ich dich hier spiele, dann bekommt er uns mit der Fledermaus... Oder mit dem anderen Dude. So, lass mich kurz gucken. Er bekommt mich mit der Fledermaus und dem anderen Dude. Die Fledermaus hätte dann ein Zweier. Die könnte ich mir damit holen. Die könnte ich mir damit holen, aber dann kriegt er durch seine Scheißkarte ihn wieder. Das heißt, er würde in Führung gehen, ich würde ausgleichen, er würde in Führung gehen. Ja, er würde gewinnen. Habe ich eine Möglichkeit generell zu gewinnen? Wenn ich den 5-4er dahin spiele. Dann holt ihr ihn sich mit der Purpurmaus. Ich glaube, so heißt die Fledermaus. Ich habe verloren. Ja, Leute, gut, dass ich gespeichert habe. Ich habe verloren. Ich gewinne das nicht. So, die holt er sich jetzt. Ziemlich offensichtlich. Nee, Ausgleich. Nein, ich habe verloren. RIP. Unlucky. Unlucky. Ich hole mir jetzt seine Maus, mach 5-5, passt auf, und jetzt holt er sich meinen.
RIP verloren. Und ich verliere die GF-Karte. Ziemlich offensichtlich. Okay, wir riskieren es nochmal. Wir wollen ja wieder eigentlich den Ausgleich haben. Und wollen uns unsere GF-Karte wieder zurückholen. Wir nehmen eigentlich wieder die gleichen Karten, weil die halt offensichtliche Stärken, aber leider auch offensichtlich... Oder wir versuchen es mal damit. Offensichtliche Schwächen hat. So. Sieht nicht gut aus. Sehr zu starke Karten. Mit zu vielen Stärken. Das ist das Problem. Seht ihr? Ich krieg jetzt keine Karte. Versteht ihr, was ich meine? Ich krieg keine. Ich hab verloren. Ich habe meine GF-Karte verloren und ich verliere noch weitere Karten. Ich bekomme... Die Karten, die er hat, sind zu stark. Vom Base Damage her. Das ist mein Problem. Kann ich aufgeben. Hier, zack. Ist lost. Already lost. Jetzt spielt er noch ein bisschen mit mir, aber es juckt mich nicht. Da, seht ihr? 5? Ich krieg die halt nicht, seht ihr? Ich krieg seine Karten nicht. Egal wie ich spiele, ich bekomme sie einfach nicht. Gut, dann werde ich hier kurz den Spielstand laden, weil es halt eine GF-Karte ist und die werde ich ganz sicherlich nicht so aufgeben. Und wir sehen uns gleich wieder. Das heißt gleich. Ich mach's jetzt gerade, ne? Währenddessen. So. Ring! Für alle, die sich jetzt beschweren, Alter, du hast die Karte verloren, hör auf, deinen Spielstand zu laden. Ich habe das quasi für euch gemacht. Ich hätte ja quasi das Battle mit dem gerade gar nicht gestartet. Das war ja quasi nur ein Versuch, ob wir es denn schaffen mit den Karten. Weil mit den Karten, du wartest halt einfach. Wir kriegen jetzt relativ schnell eine nächste starke Karte und mit der würde ich dann erst spielen. Dann hätte ich zwei richtig starke Karten. Aber ich wollte gucken, ob wir es auch mit einer schaffen. Schaffen wir aber nicht. Deswegen gehen wir hier rein. In der Stadt mit den Leuten quatschen können wir später dann. Hat noch Zeit. Yeah! Endlich daheim. Echt wahr? Jetzt heißt es die Bewertung abwarten. Also dann, Andreas, bis später. Bis dann. Jo, macht's gut, Leute. Wir sehen uns dann. Wenn wir ready sind. Vielleicht können wir hier irgendwie mit jemandem spielen. Vielleicht hat hier jemand nicht so starke Karten. Aber gut, ich brauche ja starke Karten. Das Problem ist, die Monster, die momentan rumgurken draußen im Freien, die lohnt sich auch nicht wirklich mit dem Kartenwandler zu erobern. Erstens haben wir den Kartenwandler noch gar nicht. Und zweitens sind da nicht wirklich Monster am Start, wo ich sage, hey, die Karte ist jetzt super OP, damit gewinnen wir die Runden. Na, die Monster tauchen einfach im Moment noch nicht auf. Auch ein Grund, warum man leveln sollte. So, der will spielen, aber ich spiele jetzt gerade nicht. Wir müssen erst... Ich warte. Wir kriegen relativ schnell die nächste Karte. Auf die warten wir. Mission erfüllt. Wohl ein Grund zum Feiern. Die Anwärter sind alle wohlbehalten zurück, oder? Auf die Idee, dass die Galbadia es auf die Antenne abgesehen hatten, ist niemand gekommen. Aus Toilette ist gerade eine Meldung eingegangen. Die Galbadia haben sich unter der Bedingung, dass die Antenne sendebereit bleibt, zurückgezogen. Interessant. Was haben die wohl damit vor? Wie auch immer, die Galbadia haben sich also zurückgezogen. Wenn sie mehr Tumult gemacht hätten, wären wir mehr zum Einsatz gekommen und hätten mehr Kohle herausgeschlagen. Es geht also immer nur um Geld. Wie bei allen anderen auch. So, die gute Show. Du warst gar nicht mal so schlecht. Gell? Er ist mein ganzer Stolz, dass er gerade Chris ist. Wenn er bloß nicht so müffelig wäre. Danke, richtig tolles Kompliment. So, ne, als Lehrerin, richtig cool. Die Prüfungsergebnisse werden bald bekannt gegeben. Bleib in der Nähe. Nein, habe ich keine Lust. Kappa. Direktor? Wie war das Schlachtfeld? Es war eigentlich angenehm, oder? Also wir hatten doch eigentlich Spaß. Ja, doch. Es war angenehm. Die Kämpfe waren einfach. Das ist beruhigend. Passen Sie aber auf, dass Sie sich nicht übernehmen. Das werde ich. So, ich glaube, mit Shu müssten wir sogar Karten spielen. Ich glaube, das ist sogar wertvoll. Ich will einfach mal gucken. Okay, wir können quasi gerade mit dir gar nicht spielen. Ich wollte nur mal testen, ob es vielleicht gegangen wäre. Natürlich hätte ich das nicht getan. Das wäre der rein zu Selbstmord gegen sie, Karten zu spielen. Hat natürlich einen Grund, werdet ihr noch erfahren. Hey, du alte Made, was geht?
Oh, Musik. Hast du gehört? Die Sache mit der Antenne in Dollett? Hätten wir nicht den Rückzugsbefehl erhalten, wären uns die Leute von Dollett jetzt ewig dankbar. Du hast doch an gar nichts gedacht. Du wolltest dich nur austoben. Christus. Sollte unsere Stellungen sind nicht sehr motivierend für einen Schüler, ist vielleicht unverständlich für einen unqualifizierten Ausbilder. Xypher, sei bloß nicht so eingebildet. Unter deinem Kommando hat der B-Trupp den Posten verlassen. Ist es nicht die Aufgabe eines Kommandanten, gemäß der Situation zu handeln? Kommandanten? Dass ich nicht lache. Du, der ewige Seed-Anwärter? Der hat gesessen. Voll auf die 12. Ganz ruhig, mein Junge, ganz ruhig. Das denke ich mir gerade. Flüster, flüster, tuschel, tuschel. Christus zieht sich zurück. Das hat was zu bedeuten. Xypher. Sie werden wegen dieser Sache eine Strafe erhalten. Dies ist unumgänglich, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ich persönlich kann aber Ihre Beweggründe verstehen. Ich möchte nicht, dass Sie zu simplen Söldnern werden. Zu Söldnern, die blinde Befehle gehorchen. Sie sollten nicht werden, denke ich zumindest. Direktor Sid, Sie sollten langsam zurück. Nun, wie soll ich sagen? Sie verstehen schon, was ich meine. Die Stimmen übrigens, die werden immer abweichen. Ich kann mir quasi gar nicht merken, wem ich welche Stimme so gebe. Generell versuche ich einfach tiefe Stimmen bei den etwas älteren oder ja, reiferen Charakteren hinzulegen. Bei den weiblichen eigentlich immer die gleiche. Da bin ich einfach nicht vielfältig genug. So, die Teilnehmer der praktischen Prüfung bitte umgehend vor dem Klassenzimmer im zweiten Stock sammeln. Und das wurde sogar wiederholt. Skandal! Nein, natürlich nicht. Zudem habe ich immer Aufnahmepausen. Ich weiß jetzt nicht, wie regelmäßig ich Final Fantasy aufnehme. Generell, dass ich diese Woche nochmal zum Aufnehmen komme, ist ja schon eine Premiere. Hätte ich nicht mit gerechnet. Und all diese Faktoren, ja, treffen dann zusammen und dann weicht man davon ab. Man müsste es eigentlich wirklich täglich aufnehmen. Hallo? Fujin sagt, wenn Xypher nicht zum Seed wird, ist es deine Schuld. Fujin ist mal... Was? Unberechenbar, wenn sie mal wütend wird. Alles klar? Hast du das gesagt? Hallo? So? Hier? Wut. Okay, nehmen wir so hin. Sie ist wütend. Warum, weiß ich nicht. Hey, hey! Wir sollen einzeln aufgerufen werden. Okay, und was passiert dann? Wer weiß das schon? Manche Charaktere kann man hier auch nicht ansprechen, so wie die hier. Ah, okay, ihn. Lieber Gott im Himmel. So, die kann man nicht ansprechen, die ist an sich so transparent. Xell, hast du noch was zu sagen? Ich weiß gar nicht, ob das hier mit Zeit triggert. Ich habe manchmal immer die Vermutung gehabt, dass das hier mit Zeit triggert. Also, dass er eine bestimmte Zeit vergeben muss. Oh. Xell Dinch? Juhu! Ich hab's geschafft. Bis dann, Leute. Überhaupt nicht eingebildet. Andreas vom B-Trupp, bitte hierüber. Wo ist eigentlich Xypher? Das waren alle, die heute bestanden haben. Wegtreten! Xypher hat wohl nicht bestanden. Verdammt. Epische Musik. Das sind die vier, die Seed-Prüfung bestanden haben. Zunächst mal Gratulation. Von nun an werden sie als Seed-Einsätze auf der ganzen Welt wahrnehmen. Seeds ist der Codename für die Söldner des Balamgarden. Die Seeds sind Kampfspezialisten. Aber das ist nur die vordere Seite der Medaille. Wenn die Zeit reif ist... Herr Direktor, wir müssen gleich zu einer Besprechung. Fassen Sie sich bitte kurz. Die Seeds sind ein wertvolles Produkt dieses Gardens. Ob der Warenwert steigt oder fällt, liegt in euren Händen. Nehmt euch das zu Herzen und erfüllt die Aufträge, whatever. Das wollten Sie doch damit sagen, Herr Direktor. Die Seeds-Zeugnisse werden nun feierlich überreicht. Epische Musik. Vespa. Ich freue mich auf das Schuhfest. Alles klar? Gute Information.
Wisper, Wisper. Zurückhaltung ist auch eine Tugend. In der Tat, das stimmt sogar. Stimme ich voll und ganz zu. Wisper, Wisper. Ein bisschen Ruhe schadet nie. Das ist auch eine Message, die auf Cell zu 100% zutrifft. Wisper, Wisper. Sie sind der erste Seed mit einem Gunblade. Wow. Jetzt fühle ich mich viel besser. Hiermit ist die Zeremonie beendet. Wegtreten. Alles klar. Yeah, wir sind jetzt ein Seed. Ein vollwertiges Seed-Mitglied. Wir können jetzt auf richtig fette Missionen gehen. Was hast du zu sagen? Hä? Nach 17 Jahren endlich die erhoffte Chance. Was ist Andreas? Weiß ich nicht, sag du es mir. Hey, yeah, Andreas, zurück ins Klassenzimmer. Was wir tun sollen? Hast du vergessen, was frisch gebackene Seeds machen? Sei bei den Kameraden, sich bei den Kameraden bedanken. Danach gibt's eine richtig fette Abschlussparty. Okay, freu mich drauf. Danke, danke, danke meine Fans, danke. Bitte nicht zu viele Fleißpunkte. Okay, das ist jetzt random. Das ist komplett random. Du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht random ist. Ich muss euch hier kurz spoilern. Und zwar, wie gesagt, ich spiele ja nebenbei privat. Und als ich privat gespielt habe, habe ich noch ein bisschen mehr trainiert. Und dann hatte ich bei Urteilsvermögen statt 50 Punkte 20. Warum? Nur weil ich nicht so früh in den Garten gerannt bin und noch ein bisschen trainiert habe? Weil eigentlich zählt das ja nicht mehr zur Mission. Die Mission war ja zu dem Zeitpunkt schon wieder beendet. Das ist voll unfair. Und jetzt gehe ich wieder... Okay, ich war jetzt kurz... Nee, Kartenspiel waren wir ja gar nicht. Jetzt habe ich kurz... Bin kurz in die Stadt gelaufen, bin wieder raus, habe gespeichert. Kartenspielen war useless, wir haben gefailt und bin dann zurück und habe auf einmal wieder statt 20 Punkte Urteilsvermögen 50. Wie damals. Naja, egal. Agilität 50, Urteilsvermögen wie gesagt 50. Angriffsstärke nur 20. Eigentlich fand ich, dass wir mit dem Gef echt guten Damage rausgehauen haben. Seele 50 und Benehmen 50. Seed Level 5. Als Seeds bekommen sie regelmäßig einen Sold. Der Betrag richtet sich nach ihrem Seed-Level. Der Seed-Level kann, je nach ihrer Handlungsweise im Kampf, steigen. Es kann aber auch je nach ihrer Handlungsweise fallen. Challenge accepted. Ah, gefunden! Hey, hey, guck mal! Seeds-Uniform. Sieht schick aus. Gefällt mir. Noch irgendwas? Zieh dich schnell um. Ah, da soll eine Fete stattfinden. Ich weiß. Und ich bin mittendrin. Gut, Leute, wir machen die Part ein bisschen länger, weil wir an sich jetzt nicht wirklich viel erreicht haben. Ich weiß nämlich, was jetzt kommt. Es dauert ein bisschen länger. Nehmen wir noch mit in die Folge. Wir sind nur so oder so noch nicht bei 20 Minuten. Erst bei 18, glaube ich. Oh, Spoiler. So, speichern. Speicherpunkt. Yep. Speichern. Ah, und ich freue mich endlich, wenn ich ein paar Runden Karten spielen kann. Das wird so schön. Zack, wir sind alleine. Alone in the dark. Muss ich dich ansprechen? Wir können los. Hey, hey, steht hier super. Also auf zur Fete. Auf geht's, Leute. Partytime. Hashtag bester Soundtrack Final Fantasy 8. Möchte ich nur mal anmerken. Ich hätte gerne ein Glas. Vielen Dank, die Dame. Naja, könnte besser schmecken. Hey! Yo, Andreas! Jetzt sind wir beide Seeds. Jo, kann sein. Tja, weiterhin alles Gute. Desinteresse? Hä, du wirst dich wohl nie ändern. Sieht dir ähnlich. Bis später. Hey, Xel! Hey, hey! Wie wär's mit einem Posten im Schulfestkomitee? Oh, mir fällt gerade ein, was Wichtiges ein. Bis dann, bis dann. Buh. Die Selfie, die Arme, die wird immer noch gefertigt. Hey, Andreas. Das ist nicht gut. Willst du nicht das Schulfest mit organisieren? Nur ab und zu mal. Was ist? Desinteresse. Hey, 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 du da vorn. Die spricht jeden an. Thank you.
Eine hübsche Lady. Du siehst am coolsten aus. Hey, magst du mit mir tanzen? Desinteresse. Du bist wohl einer von denen, die nur tanzen, wenn ihnen ein Mädchen richtig gut gefällt. Du wirst mich mögen. Mich mögen. Immer noch nicht? Ich kann nicht tanzen. Wird schon schief gehen. Ich suche nämlich jemanden, aber alleine kann ich doch schlecht auf die Tanzfläche. Okay, das ist der beste Soundtrack. Doch auf. Ah, erstmal schön entspannen, frische Luft. Hübsches Mädchen, ne? Gerade aktuelle Gedanken. Du bist echt ein Genie. Volle Punktzahl fürs Tanzen. Danke für die Blumen. So voll monoton, ne? Ich fand's gerade irgendwie passend. Willst du was von mir? Mit einem fremden Mädchen tanzt du, aber mit mir willst du nicht mal reden. Hat vielleicht so Gründe? Nicht wirklich. Du bist hier die Ausbilderin und ich dein Schüler. Kein gutes Gefühl, wenn der Ausbilder daneben steht und schweigt. Da hast du recht. Hätte ich was vergessen. Glaubst du auch, dass ich als Ausbilder ungeeignet bin? Hier ist ein neuer Einsatzbefehl. Okay. Du wirst mich gleich zum geheimen Ort begleiten. Geheimer Ort? Der Ort, an dem sich die Schüler nach der Ausgangssperre treffen. Es gibt eine Ausgangssperre? Lol, wusste ich gar nicht. Es ist gleich hinter der Übungshalle. Was machen wir dort? Sollen wir die Schüler auffordern, in ihre Räume zurückzukehren? Ich habe keine Lust auf sowas. Ist wohl Sache des Ordnungsdienstes. Kicher, kicher, lach, lach, lach. Im Zivil am Eingang der Übungshalle sammeln. Das ist mein letzter Befehl. Gut, dann machen wir das, aber das machen wir dann erst morgen. Die Folge ging ein bisschen länger, bei Final Fantasy ist das immer mal wieder normal. In Zivil in die Übungshalle. Was für eine Mission ist das? Das werden wir morgen herausfinden. Bis dann, Leute. Tschüssi.